Was für ein Duo. Sophia Tomalla und Laura Karasek beim Fotoshooting für ihren Podcast Künstliche Intelligenz. Ganz klar, die zwei mögen einander, auch privat. Schon bei der allerersten Begegnung hat es zwischen Sophia und Laura irgendwie Peng gemacht. Höchste Zeit für ein Projekt unter Freundinnen. Das sieht vom Look her mit dem Grau und dem Gelb. Sophia und Laura teilen die Freude am Leben mit allen Höhen und Tiefen. Sie provozieren auch gern. Was sie unterscheidet, ist ihr Umgang mit Gefühlen und Verletzlichkeit. Genau darum macht es so viel Spaß, wenn sie über gesellschaftliche Themen, Tabus, Vorurteile und Promi-Klatsch plaudern. Ja. Wenn sie über Freundschaft, Männer und Karriere reden, dann nehmen sie sich selbst nicht so ernst. Und typisch für Freundinnen, sie sind nicht immer einer Meinung. Darum geht es Sophia und Laura. Beweisen, dass man auch ohne Hass diskutieren kann. Eben noch im Studio und jetzt bei uns auf der Couch. Guten Morgen, ihr beiden. Guten Morgen. Hallo. Künstliche Intelligenz heißt euer neuer Podcast. Mhm. Wichtigste Frage, warum macht ihr beiden einen Podcast? Ja, wie ist dazu gekommen? Das keine Ahnung, wie ich da reingeraten bin. Das ist eigentlich genau... Habe ich Zwang aus. Machst du das nicht freiwillig mit mir, Nein, Schatz? Ich wurde mit wie Geld kannst du gezwungen? Mir so wehtun? Ich wurde mit Geld gezwungen und du hast mich auch gezwungen. Aber guck mal, sie hört auf mich zumindest in dem einen Punkt. Was ich total spannend finde, ihr seid in vielen Teilen so weit auseinander, dass es dadurch perfekt funktionieren kann. Ich zitiere euer Ziel vom Podcast. Du, liebe Laura, sollst 10% weniger Pfeife werden und weniger ängstlich und Sophia 10% mehr seriös. Hast du gehört? Ja. Nimm dir das mal zu Herzen. Was ist mal 10% weniger Pfeife. Ja, und wie kriegen wir dich 10% mehr seriös? Ja, guck mal, wir waren ja gerade heute Morgen schon mal hier. Ne? Bestes Ding. Ja. Saßen wir heute Morgen schon wieder. Guck mal, sie guckt mich mit ganz großen Augen an. Da ist sie direkt hoch? Ist sie direkt hoch? Du, sag mal, war das gut? War okay, oder? Wir waren doch nett, oder? Wir sind doch gut rübergekommen, oder? Weil sie direkt wieder Bammel hatte, dass wieder fünf Leute schreiben, Mensch, Laura, das war aber nichts heute Morgen. Nur, weil, ein Hornhaut auf der nur Seele. Weil ihr quasi Selbstwahrnehmung oder Selbstkritik vollkommen fremd ist, muss das ja nicht für jeden gelten. Aber weißt du, was das Schöne ist? Dadurch, dass du Kritik so schrecklich findest und wir dich mutiger machen wollen, kannst du jetzt deinen Auftritt von vorhin selber bewerten. Wir haben nämlich Folgendes gemacht heute Morgen. Falls Sie es verpasst haben, es war ein Phänomen, denn wir im Frühstücksfernsehen haben eine Kernkompetenz. Machen und erst dann drüber nachdenken, ob es clever war. Das haben wir die beiden ein bisschen rausgefordert. Wir haben Sophia Tomalla hier im Frühstücksfernsehen tatsächlich weit mehr als 10% mehr seriös bekommen. Schauen Sie selbst. Oh ja, jetzt steht die schon für Hochkultur, ey. Ich raste auch. Wir sind bass erstaunt. Wow. Da hast du wirklich die Leute überrascht. Das war sensationell. Keiner wusste, also, dass du Klavier spielst. Also ganz ehrlich, ich glaube, die Berliner Philharmoniker rufen jetzt gleich an. Sophia ist gecastet. Sophia steht jetzt für Hochkultur und weißt du, alle meine, auch das noch. Alle du meine Entchen hast du erwartet und hast Bach bekommen. Aber wirklich. Also, komm. Jetzt stehst du aber dafür, mutig zu sein. Denn das ist eine Eigenschaft, die dir sonst nicht so nahe ist. Du hast eher ein bisschen Angst. Wir haben dich gezwungen, bei jemandem Prominenten anzurufen. Heute zu viel zu früher Stunde. Ach. Mit der wichtigen praktischen Frage, wie spät es ist. Wie so ein Klingelstreich. Es war schrecklich. Hallo Joachim, ich bin gerade mit Sophia Tomalla, mein Engel. Siehst du, so nett ist er. Du bist gerade live im Frühstücksfernsehen. Also auch ein Engel. Zwei Engel unterwegs. Was macht ihr da? Ich muss eine Mutprobe machen, weil ich so ängstlich bin. Und ich muss dir jetzt die Frage stellen, live im Fernsehen, wie viel Uhr es ist. 7:38 Uhr. Siehst du? Horror! Joachim, bitte vergib mir. Bitte hör nicht auf, mit mir zu reden. Ich melde mich gleich nochmal. Oh, ihr seid so grausam. Danke, Joachim. Joachim, ich glaube, er hätte sich eigentlich eher gewünscht, dass ich angerufen hätte. Nein, der war enttäuscht, wieder nur die Karasek. Er hat halt nur Laura bekommen. So, jetzt buchst du die Tomalla, kriegst immer die Karasek noch gratis mit oben drauf. Du, die Leute bereuen es, glaube ich, mehr als du, dass es diesen Podcast gibt. So, alle Kunden so, scheiße, jetzt ist da immer das Plus eins, bin jetzt ich. Aber im Ernst, ich finde, anrufen kostet mich ohnehin schon Überwindung. Kennt ihr das nicht? Dass so ein persönlicher Anruf... Angriff heutzutage, ne? Jemand ans Telefon tritt. Findest du? Ja, ich finde das übergriffig. Nee, ich finde viel übergriffiger finde ich diese ellenlangen WhatsApp-Sprachnachrichten. Was, die schicke ich dir immer. Was hier rauskommt. Sehen Sie, wovon ich spreche. Oh, 20.000 WhatsApp-Sprachnachrichten. Zerstört Gott sei Dank gibt es ja jetzt endlich diese Funktion, wo man doppelt so schnell anklicken kann. Ja. Hörst du mich doppelt schnell? Ja.
So kommt es raus hier. Das ist der Beichtstuhl hier. Zum Glück kann man euch beide dann hören, wenn ihr euch selber kontrolliert habt und nach dem Podcast dann Analyse betreiben kann. Was ich ganz toll finde, der Blick, der männliche Blick von außen. Ja. Ihr seid zwei sehr patente, schöne Frauen, die seit Ewigkeiten in den Medien stehen und dadurch ja auch irgendwie Geld verdienen. Das heißt, man hat schon ein vorgefertigtes Bild von euch, denkt man. Ja. Durch die Mixtur von euch beiden jetzt in dem Podcast habe ich aber das Gefühl, dass ihr beiden irgendwie ein bisschen ehrlicher und tatsächlich, sagen wir mal, ein bisschen nahbarer antwortet. Stimmt das oder ist das eine Falschannahme? Ja, das finde ich, das ist auch mein Problem. Nahbarer, ich und nahbarer. Das finde ich ja eigentlich immer gar nicht so richtig geil. Ich finde ja eigentlich, wenn man so ein bisschen, deswegen habe ich ja eigentlich per se mein Problem mit dem Podcast, weil es einen so nahbar macht. Und das ist eigentlich genau das, was ich immer nicht wollte. Du wolltest immer Schutzschild haben. Ich will immer. Ja. Ich bin gerne nahbar und ich mag das auch, wenn Leute nahbar sind. Und ich finde das schön, dass du das sagst, weil ich finde gerade diese Schubladen, ich finde auch Sophia wird, glaube ich, oft Unrecht getan. Ihr ist es scheißegal, weil sie steht drüber und ist cool, cooler als ich. Deswegen bin ich ja auch die Pfeife in diesem Duo. Bei treten wir auf, Modern Talking, sage ich nur. Ja. Also ich finde das wichtig, dass man nahbar ist und dass man sich auch zeigt, wie man ist, aber auch nicht zu viel. Sophia möchte ja eher so ein bisschen was Geheimnisvolles bei Prominenten haben und bewahren. Aber was ihr schafft, und das ist auch wieder mein Eindruck von außen, ihr könnt mich immer korrigieren, wenn ich falsch liege. Männer haben oft das Gefühl, Frauen in eurer Kategorie, in der Größenordnung vor allem, man gönnt sich nichts. Man guckt, wo stehe ich? Ihr schafft es aber, euch gegenseitig zu heben. Also das Zusammensein in dem Podcast von euch führt dazu, dass ihr beide noch besser werdet, ist mein Eindruck von Dankeschön. Außen. Gelingt euch das? Dankeschön. Also ist das ein Zufall? Oder ist das, Zufall. Seid ihr mit dieser Mission rangegangen? Nein, mit dieser Mission sind wir nicht rangegangen. Dafür werden wir bezahlt, dass wir uns gegenseitig heben. Jetzt ist der ganze romantische Moment dahin. Nein, jetzt mal ganz im Ernst. Ich halte überhaupt nichts von Stutenbissigkeit. Ich glaube, das ist ein erfundener Begriff. Es gibt Frauen, die sich sehr lieben und unterstützen. Und wir zeigen, wir wollen, glaube ich, auch mit dem Podcast zeigen, nicht nur, dass es Frauen gibt, die so sind, dass wir Komplizen sein müssen, sondern auch, dass man unterschiedlicher Meinung sein kann, was wir sehr häufig sind, und sich trotzdem nicht hassen muss. Weil das ist gerade im Netz und überall, du gehörst gelünscht und gleich eine Morddrohung, weil ich eine bisschen andere Meinung habe zum Klimawandel oder zu irgendwas. Lasst uns etwas weniger hitzig debattieren und spread the love. Es sei denn, du schickst mir 3 Minuten Sprachnachrichten. Ich finde eine Geschichte spannend, dass ihr, also wie so viele, ich sag's jetzt mal, Laber-Podcasts, die es ja schon gibt am Markt, die sich von euren unterscheiden, also nicht so nahbar sind tatsächlich, die sagen aber auch, wir reden über alles, über Politik, über Promis, über so und so. Was ihr machen wollt und auch schon getan habt, in so in den ersten jetzt Ausgaben, die man schon hören kann, ihr sprecht über Tabus. Mhm. Was ist für euch ein Tabu, was euch unendlich aufregt, was unsere Gesellschaft immer noch nicht auf die Kette kriegt? Willst du? Soll ich? Fang du mal an, weil ich muss überlegen. Also ich finde es immer noch unfassbar schade, dass es noch Menschen gibt, die tatsächlich anfangen aufgrund von irgendwelchen sexuellen Vorlieben. Also es gibt leider einfach noch sehr viel Homophobie, Rassismus und so weiter auf der Welt und in unserer Gesellschaft. Und ich finde es beschissen, dass das noch existiert. Und es ist für mich ein absolutes Tabu, ein Rassist zu sein oder ein Arschloch oder ein homophobes Schwein. Hm. Das ist für mich ein Tabu. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ist ja auch richtig so, aber ich glaube, du meintest eher was Persönliches noch, oder? Du kannst antworten, was du meinst. Persönliches Tabu, worüber wir nie reden würden. Ja, ihr wollt ja diese Grenze sprengen und sagen, nee, wir trauen uns jetzt wirklich mal drüber zu reden, weil die anderen Frauen, die es schon gibt auf dem Markt, die machen das nicht. Was wollt ihr angreifen, was wirklich jetzt ein Schocker wäre? Also ich glaube, was ich sehr an Sophia schätze, ist, dass sie eben so straight ist und so direkt. Und sie sagt wirklich, was sie denkt. Und dieser Begriff ist so überstrapaziert von Leuten. Man muss authentisch sein. Und jeder behauptet, er sei authentisch, aber sie ist es wirklich. Oh, danke, mein Schatz. Und sie wird echt immer in Schubladen gesteckt und ich zum Teil auch. Und das ist so unser Ding, da haben wir keinen Bock mehr drauf. Moment, mir ist es wurscht. Ja, dir ist es wurscht und ich nehme es mir zu Herzen. Aber das Schöne ist, und das, was wir heute Morgen geschafft haben, das, was du immer scheiße findest, euch beide richtig geil nahbar zu machen, denn ihr seid's ja eigentlich. Schönen Dank für den Besuch. Danke für die Einladung. Gerne. Künstliche Intelligenz heißt der Podcast ab sofort. Laura Karasek und Sophia Tomalla. Es ist großartig, dass ihr da seid. Vielen Dank. Dankeschön.